Gastronomie und Architektur im Einklang. Gastrotektur in Frankfurt. Kai Mack, Architekt. Vor 4 Jahren gründete er sein eigenes Büro in Frankfurt. Guten Abend. Guten Abend. Schön, dich zu sehen. Rado Rossetti, Gastronom und Miteigentümer eines der Szeneclubs in Frankfurt. Am Wochenende steht er selbst an der Tür. Ein Job, den er ungern macht. Wenn es zu voll wird, muss er Gäste abweisen. Mack und Rossetti gemeinsam. Nicht mehr wegzudenken aus Frankfurts Barkultur. Mein Vater war Architekt und ich habe mir quasi früher so meinen persönlichen Freiraum dadurch geschaffen, dass ich gesagt habe, ich mache nie Architektur, nie. Viel zu viel Arbeit und zu wenig Geld. Die Liebe zur Architektur ist erst dann während des Studiums gekommen. Da habe ich so gemerkt, dass alle anderen Sachen für mich unwichtiger wurden und habe die auch nicht weiterverfolgt. Ich glaube, das Erste, was man mit Gastronomie in Verbindung bringen kann, war so ein Burgerladen in Offenbach. Da habe ich mit 16, mit Erlaubnis meiner Eltern, Fritten gebacken und kam nach Öl riechend nach Hause. Ich habe dann irgendwann mal meine Schule beendet, mein Abitur gemacht, habe angefangen zu studieren. Jura, auch nicht so erfolgreich. Also immer nebenbei, immer die Gastronomie. Vor ein paar Jahren kreuzten sich Kai Mack und Rado Rossettis Wege. Er hat mir erzählt, was er macht, er hat mir erzählt, was ich mache, habe ihm vorgeträumt, wie jeder Barkeeper, der irgendwo angestellt ist, dass ich mich irgendwann mal selbstständig machen möchte. Das hat natürlich niemand ernst genommen. Er auch nicht wahrscheinlich. Nee, ich habe das nicht. Ich will dich ja nicht niedermachen, aber ich habe es natürlich auch nicht so ernst genommen, weil ich weiß, dass da immer eine Menge Geld dahinter steckt und dass wirklich viele davon träumen. Aber irgendwann stand er dann wirklich da und hat gesagt, er hätte was. Nicht nur ihr erstes gemeinsames, sondern für beide das allererste Projekt, die Havanna Bar in Frankfurt. Mit wenig Geld und umso mehr Charme gebaut. Der Start einer gastrotektonischen Karriere. Die erste Zeit habe ich tatsächlich nur Gastronomie gemacht. Was aber ganz wichtig war für mich, weil Gastronomie hat unheimlich viel mit Menschen zu tun und man schafft Räume, wo sich Menschen wohlfühlen sollen. Wenn das Licht stimmt, das ist so meine Erfahrung, wenn die Farbatmosphäre stimmt, dann fühlen sich Leute wohl. Und das Wohlfühlen ist ja so das Wichtigste, also dass ich meine, das ist das Ziel der Gastronomie. Diesem Ziel bleibt Mack treu. Auch als Betreiber zu ihm kommen, deren Budget edleres Inventar erlaubt. Eine klassisch gepflegte Bar soll er gestalten, die Luna Bar in Frankfurts Stiftstraße. Mack's Handschrift setzt sich durch. Farb- und Lichtgestaltung sorgen für Intimität, die zum Bleiben animiert. Der Blick auf Frankfurts Skyline bei spanischem Rioja, Caipirinha oder Apfelwein. Strandperle heißt die kleine nette Bar am Mainufer, direkt in den Brückenpfeiler des Eisernen Stegs hineingebaut. Gerade für solch ungewöhnliche Orte mit Geschichte hat Rado Rossetti eine Vorliebe. Da gab es das Bestreben der Stadt oder der Städteplanerin, dort Gastronomie zu machen und eine Bar. Und dann haben wir gesagt, gut, dann setzen wir das um und haben dann Vorschläge dafür ausgearbeitet. Und so ist das Ding entstanden. Vor 2 Jahren fing Rossetti an, neue Pläne zu schmieden. Ein Gastronomieprojekt, größer als alle zuvor. Er holte Mack dazu. Ja, und Rado war eigentlich auch bei der Sache wieder der Visionär, der das gesehen hat und das Potenzial gesehen hat, was in den Räumlichkeiten steckte. Und es war allerdings auch ein Schritt von der Havanna Bar zu dem King Kamea Club, das war ein Schritt wie vom VW Käfer zur Mondlandung. Also das ist. Aber hast mich schon versucht, so zu überzeugen ein bisschen. Klar, also hat mich, ich war auch überzeugt, total. Und hat sich auch gelohnt, nicht? Ja. Das Kesselhaus einer Brauerei auf der Hanauer Landstraße wurde zum King Kamea Mea Club. Wir
Ja, eigentlich war es ja so, dass ich dem Radio sogar, weil es mit der Finanzierung so schwierig war, also Partner besorgt habe. Also ich selber habe mich so umgehört in meinem Bekannten- und Freundeskreis und bin dann zu Radio gegangen und habe dann gesagt, ich wüsste da jemanden, der würde sich vielleicht beteiligen. Und das war wirklich so ein toller Raum und für mich wäre das eine Albtraumvorstellung gewesen, dass das jetzt irgendjemand anders macht. Das war ein wunderschöner Industrieraum, also fast mit Basilika-Charakter. Und er wollte da ein Konzept umsetzen, das im Grunde genommen sich so an den 20er Jahren orientiert, was man so aus alten Filmen noch kennt. Tanzen, Essen und Bar, also nebeneinander. Das war die Idee, überhaupt dieses Ding zu machen, dieses musikalische Konzept. Und wollte die Jazzmusik so aus dieser Ecke rausholen, in die sie irgendwie in den letzten Jahren gerückt ist, ja, als eine Musik, die ein kleines Publikum nur hat und so einen sehr intellektuellen Touch bekommen hat und sich vor der Außenwelt versperrt hat und wollte da einfach mal was anderes machen damit und die Vielfalt dieser Jazzmusik zeigen. Paul Kuhn, einer der ersten Musiker, die live im Kinkermeyer Club auftraten. Live-Musik hat sich inzwischen etabliert, immer dienstags und mittwochs. Auch wenn Rossetti dafür noch draufzahlen muss. Er ist ein Visionär. Also ich glaube, er ist einer der Leute, die wirklich fühlen, was Gastronomie ist. Die das nicht einfach nur abarbeiten, sondern wirklich fühlen. Und ich glaube, deswegen sind wir auch immer wieder zusammengekommen. Er ist ein Gastgeber. Als reine Teamarbeit. Also ja. Das ist auch sehr wichtig. Ansonsten kann man sehr viel auch kaputt machen. Man kann den besten Architekten nehmen, aber man muss einfach auch verstehen, was er sagen will. Und umgekehrt rum genauso. Symbiose aus Gastronomie und Architektur. Das vielseitige Konzept von Rossetti und Mack ist aufgegangen. Eine geplante Erfolgsgeschichte? Nein, der Weg ist das Ziel. Man macht sich nicht selbstständig. Ich denke, das ist auch so eine falsche Sichtweise. Man wird selbstständig. Das hat sich so ergeben. Ich glaube auch, dass sich das bei den meisten so ergibt. Einfach. Man muss nur offen sein und man muss auch damit leben können, dass nicht immer am Monatsende ausreichend Geld auf dem Konto ist. Das ist auch normal. Ich bin nach wie vor immer noch so ein Träumer und träume von schönen Sachen. Und es gibt mir vielleicht auch die Möglichkeit, Dinge anders anzupacken, weil ich jetzt keine Angst habe davor, das nicht zu schaffen. Also ich glaube da fest dran. Der Mix aus Idealismus und Anpacken ist die Rezeptur, auch die Durststrecken zu überstehen.